Hier ist wieder der Mischer von Amazon bzw. der Testmischer von YouTube. Ich zeige euch jetzt mal ein Video von der Barbie mit ihrem Pferd Tony, also wie sich das so bewegt. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars, an diese AT-AT-Roboter. Nicht wundern, das Video hat nicht die beste Qualität, das lag daran, ich musste bei meinem Vater im Schlafzimmer filmen. Und die Funktion, wie sich das Pferd mit dieser Drehvorrichtung jetzt im Kreis bewegen sollte, habe ich jetzt leider auch nicht gezeigt, weil ich habe gedacht, das wäre eine Halterung für den Pokal, wo die Barbie da draufsteht. Ja, ich wünsche trotzdem mal viel Spaß mit dem Video. So, heute ist Weihnachten, 24.12. Die Kiddies haben wieder Zeug geschenkt bekommen. Hier gibt es einmal Barbie-Reitunterricht. So sieht das gute Teil aus. Also, ein Pferd halt für Kiddies. Und ich zeige das Ding jetzt mal. Also, das ist der Gaul, das Pferd. So sieht's aus. Ja, hier sitzt die Barbie halt drauf. Die Teile sind beweglich. Hier hinten ist auch der Knopf zum Draufdrücken. Was ist das? Egal. Jo, dann hat man hier noch so Bügel mit dran. Die kann man an den Händen befestigen. Ein Pokal gibt es auch noch. Den kann man sogar noch auf dem Boden festmachen, habe ich gesehen. Mal gerade gucken, ob ich das hinbekomme. Ne, geht nicht. Doch, jetzt sollte. Doch, ist ein Saugnapf, den man hier sieht. Ist ein Saugnapf, also kann man den irgendwo befestigen. Und dann kann man dann halt den Pokal damit reinmachen. So, und jetzt lassen wir das Ding mal galoppieren. Das Pferdchen. Und läuft und läuft und läuft und läuft. Lass mal gerade gucken, ob der automatisch aufhört. Sah gerade fast so aus. Jetzt lassen wir den mal hier rüberlaufen nochmal. So. Ja, also hört automatisch auf zu laufen. Ja, also wie gesagt, ich denke mal, für Kiddies eine prima Sache. Barbie geht ja immer. Und ja, wer Interesse dran hat, sag nur, kauft's euch.